Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Wolves. Ich sehe noch ein bisschen zerknauscht aus. Ja, bin aber schon etwas länger wach. Ich war jetzt beim Blumenladen, habe Sträuße besorgt für meine Mama und für meine Schwiegermama. Heute ist Muttertag und ich habe mir auch gerade mein Frühstück schon gemacht. Hummus mit Avocado und Tomate. Einen Kaffee gibt es auch noch. Ich muss hier nur noch Pfeffer und Salz drauf machen. Und ja, meine Mom kommt heute ein bisschen früher noch vorbei. Tobi ist schon weg seit 2 Stunden. Der ist heute auf dem Weg zum Nürburgring. Heute ist unfassbar schönes Wetter. Aber die Temperaturen sind leider noch nicht ganz so warm. Also es ist noch etwas kühl draußen. Deswegen trage ich hier auch gerade unseren Pulli aus unserer Kollektion RWTP. Und ich habe übrigens Neuigkeiten. In der Information findet ihr dann auch noch einen Link. Und zwar haben wir derzeit einen richtig krassen Sale. Also schaut unbedingt vorbei. Und sichert euch einen der letzten Pullover, die wir noch haben. Und ja, ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann mache ich mich mal fertig. Ich muss heute Haare waschen, definitiv, und drehe dann heute 2 Videos. Eins alleine und eins mit meiner Mama. Ich finde das immer so geil. Ich habe so ein Katzenminzenspray aus dem Tierfuttermarkt. Fressnapf, und die zwei rasten dann immer voll aus. Ich habe da ein Sprüh auf dieses Kissen gemacht und lieben das. Die kuscheln dann beide so richtig damit. Süß. Oh, Babys. So, ich habe jetzt gerade mal wieder meine Haare gewaschen und die riechen so unglaublich gut gerade. Ja, ich habe jetzt auch mir schon was angezogen, bin allerdings noch nicht geschminkt, trage hier auch gerade eine richtig schöne Kette, die ist von Purelay. Und das Oberteil ist von Naked, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ich glaube, ja. Nee, gar nicht. Es ist von Abercrombie & Fitch. Genau. So, und... oder Hollister. Eins von beiden. Abercrombie oder Hollister. Ja, auf jeden Fall... oh, wir haben hier gerade eine Wespe. Eine Bienenwespe. Ich lasse die mal kurz raus. Das ging ruckzuck jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich drehe jetzt ein Video für meinen Kanal. Ja, tatsächlich habe ich sehr lange kein Video mehr da gedreht, beziehungsweise online gestellt. Das letzte war, glaube ich, zu meiner Brust-OP. Und ja, ich bin auch ganz ehrlich sehr enttäuscht von mir, muss ich wirklich sagen an der Stelle. Ich hatte es so gut drin gehabt, dass ich eigentlich 2-mal die Woche ein Video hochgeladen habe. Dann kam der Umzug und der lange Urlaub und... ja, jetzt sind wir aber back. Das heißt, auf meinem Kanal will ich auch wieder zurück sein. Und deswegen fange ich jetzt mit dem ersten Video an. Und dann drehe ich noch ein Video mit meiner Mama. Genau, so. Also hier ist alles aufgebaut. Und das Krasse ist, Premiere. Das erste Mal drehe ich hier ein Video für meinen Hauptkanal. Also nicht Hauptkanal, aber für meinen YouTube-Beauty-Kanal, für meinen eigenen Kanal. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was ihr jetzt zum Setup sagt. Aber so anders sieht es eigentlich gar nicht aus. Also... es sieht fast tatsächlich schon so aus wie früher im Haus. Ich habe Mama jetzt gerade geschminkt. Ich habe sie fertig gemacht. Und ich habe sie richtig fertig gemacht. Und ja, mich habe ich auch fertig gemacht. Und der Tobi, der ist eben am Pennen gewesen. Ich glaube aber, der ist mittlerweile wieder wach. Und genau, wir machen uns jetzt ready in Form von gleich Jacke anziehen, Schuhe anziehen, weil für uns geht es nämlich heute zum Henrys, also in 20 Minuten. Und zwar Corinna, Christopher, meine Mama, Tobi und ich. Und dann werden wir Muttertag ein bisschen feiern und einfach ein bisschen entspannen. Mein Magen knurrt auch schon echt hardcore krass. Aber vorher muss ich noch aufräumen. Hier sieht es nämlich immer nach dem Videodrehen aus wie ein Schweinestall. So Leute, ich habe eine Überraschung für die Mama. Und zwar... laut reden. Ich habe mir Mom, also M-O-M, Mom, habe ich mir tätowieren lassen. Und ja, so einfach, weil ich sie unter meinem Herzen tragen möchte. Und das zeige ich ihr jetzt. Ich habe sie verewigt auf meinen Körper. Und zwar, seht ihr das? Mom. Oh, super. Geil. Von Mama. Von Mama. Ein Knutschi. So. Ja, das muss ich jetzt gleich erstmal. Guckt euch das mal an, bitte, wie es hier aussieht. Katastrophe. Richtig Katastrophe. Ich zeig Mama jetzt das Tattoo. Zu der Brust. Willst du mich verarschen? Warum jetzt? Wegen Mamatag. Ah, du meinst Mormtag. Wegen Mormtag. Du. Blöd, Mann. Mach.
Phase kommen. Süß, wie du aussiehst. Ich wünschte, ich sehe auch so aus, wenn ich aufwache. Nein, leider nein. Guck mal, Mama. Tada. Hallo. Schöne Schwiegermama. Sieht gut aus. Ja, ne? Hat sie schön gemacht. Hast du auch die Haare gemacht oder hat deine Mom sie? Nee, ich habe sie gemacht. Wir haben dieselbe Frisur. Oh, sieht gut aus. Ja? Ja. Danke. Sieht sehr, sehr gut aus. Hat sie schön gemacht, ne? Unser Chaos hier übrigens, Katastrophe. Ja, hat sie echt schön gemacht. Vor allem, was Schminke ausmacht immer, ne? Ja. Guck mal. Ich habe meinen Namen tätowieren lassen. Oh, wie süß. Mann, habe ich mir tätowieren lassen und das Herz. Oh, schön. Oh. Für dich. Ganz fein und viele Du, Patricia und Katrin. Mega toll. Wo ist meine Umarmung? Die Patricia und Katrin, was? Ja, du hast eine Umarmung für dein Tattoo bekommen. Wo ist meine? Diese Patricia und Katrin. Palme? Was ist los? Jetzt habe ich das erst gecheckt. Aber zeig mal, deins habe ich auch noch nicht in Natura gesehen. Nur im Ding. Auch toll. Ringsrum komplett? Mhm. Cool. So, wir sind angekommen im Henrys. Ja. Was hast du denn da? Blumen. Blumen. Und ja, jetzt gibt's Blümchen und Essen. Corinna und Christopher sind schon da. Das, wenn euer Fuß oder euer Arm kurz vorm Knacken ist, aber das ist nicht passiert. Oh. Ich habe einen linken Fuß. Können wir das machen? Nein. Wackel mal mit dem Po. Okay. Ah, oh, langsam zum Mutti-Tag. Wir haben jetzt mittlerweile schon ziemlich spät. Ich weiß gerade gar nicht, 23 Uhr. Schon 23.35 Uhr. Ja, also. Oh, Gott, ey. Ich mache mich jetzt bettfertig. Und dann geht's auch schon ins Bett. Wir haben gerade noch ein bisschen Fortnite gezockt, 3 Runden oder so. Und der Abend war richtig schön, wir haben jetzt auch nicht so gefilmt. Wir haben einfach mal genossen, ihr wisst eh immer, was wir essen bei Henrys. Also von daher, ja, müssen wir nicht jedes Mal filmen. Obwohl, heute war ich wieder ein bisschen kreativer. Ich habe heute veganes Thai Curry gegessen. Ja, ja, so sieht's aus. So, ja, ansonsten war richtig schön. Haben viel gelacht. Ivy dreht ein bisschen ab hier gerade. So, ich mal hier wieder auf. Ich werde morgen früh erstmal mein Video schneiden. Weil ich habe ja heute fleißig gedreht. Das Video war auch mit Mama, ist richtig cool geworden. Und ich denke mal, dass wir heute und morgen zusammenlegen. Das heißt... Was heißt das, mein kleines Mäuschen? Was heißt das? Es geht jetzt noch weiter. Also wir sagen jetzt gute Nacht, aber es geht weiter, ne? Bis gleich, tschüss! Schönen guten Morgen, Leute. Willkommen zurück bei einem neuen Vlog bei den Wolves. Woo! Wir sind aufgewacht und wir machen gerade hier alles zu Hause ready. Das heißt, guten Morgen, Mama. Guten Morgen. Mama hilft uns heute dabei. Ja, wir machen den Balkon. Und ich bringe jetzt die Kartonagen weg. Mama macht zusammen mit Maren den Balkon, genau. Die pflanzen ein bisschen um und ja, all den ganzen Schnickschnack, der dazugehört. Das da? Was ist das? Das ist Marens geliebtes Zimmer. Ja, was macht man damit? Damit das ist da wartet jemand, ob er raus kann. Leider nein, leider gar nicht. Nee, aber das muss ich gleich Spiegel und Gardinen bringen Tommy und ich morgen an. Ja, ich werde jetzt, nachdem ich die Kartonagen wegbringe, ins Büro fahren, 2 Videos von mir schneiden, die ich gestern gefilmt habe, hochladen und dann muss ich aber los. Ich bin wieder zurück. Ich habe gerade noch ein Paket abgeholt bei UPS und also in so einem UPS-Shop. Und wir sind auch wieder zurück aus dem Baumarkt und haben alles soweit gefunden, was wir brauchten. Und machen jetzt gerade ein bisschen die Terrasse oder den Balkon schön. Und ich habe auch bei Amazon so ein paar Sachen bestellt. Ihr habt das ja schon gesehen, diese Glühbirnen, die wir oben an der Decke so ein bisschen befestigen wollen. Und dann habe ich noch Outdoor-Vorhänge geholt. Und mein Fliederbäumchen, ich zeige euch das mal. Den haben wir jetzt gerade umgetopft, hier rein. Und den hier auch. Und in den hier haben wir dieses Fliederbäumchen gepackt. Und dann noch hier so richtig schöne Blumen. Ein bisschen Frühling, das müssen wir jetzt gleich noch alles wegräumen. Ja, aber sieht richtig schön aus. Ja, und hier die kleine Maus, die ist am Schlafen.
Finny chillt hier. Der ist ab und zu draußen, aber ist noch nicht so ganz happy mit der Situation. Und ja, wir müssen hier jetzt alles noch gleich so ein bisschen aufräumen. Sie hilft mir heute hier. Das will ich auch unbedingt noch machen. Unser Kabuff, der muss ein bisschen aufgeräumt werden. Genau, also das haben wir vor. So, ich habe hier diese Vorhänge geholt. So sehen die aus. Und die sind 1,37 Meter breit und 2,44 Meter hoch. Das sollte eigentlich perfekt passen. Auch die 1,37, weil wir wollen die nur an eine Seite hängen. Einfach damit man so ein bisschen, ja, nicht unbedingt die Privatsphäre, sondern das, ich mag es eigentlich, dass es dann so ein bisschen schöner einfach aussieht. Das gefällt mir. Deswegen, so, und das ist genau perfekt. Das hat hier so Schlaufen, könnt ihr hier sehen. Das sind einfach Schlaufen, das sind sogar so Klettschlaufen. Das ist sogar noch geiler, das wusste ich gar nicht. So, und das hier ist auch ein ganz durchsichtiger Stoff. Also wir wollten da jetzt nichts Blickdichtes haben. Wie gesagt, es geht mir eher darum, um diesen Gemütlichkeitsfaktor. Und die sind, das ist richtig gut, die habe ich jetzt bei Amazon gekauft. Und zwar gibt es sie in verschiedenen Längen, in drei verschiedenen, 2,13, 2,44 und 2,74. Und die sind halt einmal... Schimmeln die nicht, die sind wasserdicht und es sind halt Outdoor-Dinger hier, ne? Outdoor-Vorhänge. Und das finde ich halt mega cool. Also allein schon, dass die halt wasserdicht sind und nicht schimmeln. So, wenn der Wind mal irgendwie Regen so peitscht, dann ist man da halt auch noch von der einen Seite ein bisschen geschützt. Genau, so sieht's aus. Und der wird jetzt gleich aufgehangen mit meinen ganzen Lampen. Und dann wird unser Balkon bald richtig schön aussehen und richtig zum, ja, Chillen einladen und alles. Also ich freue mich voll. Wir haben es geschafft. Corinna hat mir geholfen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich zeige es euch mal. Und zwar haben wir hier jetzt so zwei Vorhänge. Richtig süß. Und da oben sind auch noch so Lampen, die sich aufladen einfach mit der Zeit. Dankeschön für deine Hilfe. Ja, ich freue mich, wenn es schön aussieht. Ja, sieht richtig schön aus. So, und die kleine Maus, die hat nur geschlafen den ganzen Tag, ne? Ja, die haben nicht geholfen. Meinst du echt? Ja, aber es sieht richtig schön aus. Also, ich finde, das sieht einfach mega toll aus. Vor allem, wir haben voll den schönen Blick ins Grüne. Ja, und Tobi gefällt es auch. Und jetzt habe ich gleich eine Telco. Der Scheiß muss auch noch irgendwie weg. Aber das machen wir jetzt alles noch peu à peu. Bei uns gibt es heute wieder vegane Bolognese. Ich bin hier gerade schon am Kochen. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch letztes Mal gesagt habe, wie ich die immer mache. Also ich schwenke immer als erstes Zwiebeln und Paprika, Knoblauch und Cherrytomaten an. Und dann, wie gesagt, gibt es das hier. Das vegane Mühlenhack und gewürzt wird das Ganze einmal mit ein bisschen Gemüsebrühe. Dann kommt dann noch Pfeffer rein, Paprika kommt da rein, Oregano kommt da rein. Ah ne, gar nicht Oregano, sondern ich habe hier so ein Bolognese-Gewürz von Just Spice und Spices. Und dann kommt noch Salz rein. So sieht's aus. So, ich benutze übrigens immer voll gern diese Nudeln hier. Und die Bolognese ist jetzt auch fertig. Die mache ich mir jetzt auf meinen Teller. Zusammen mit den Nudeln. Und den Rest lasse ich jetzt einfach hier stehen für Tobi. Und der macht sich das dann gleich fertig. Ach, ist man doch ein bisschen früher wegen meiner Bolognese nach Hause gekommen? Ja. Jetzt haben wir es doch geschafft. Konnten wir fast genau zusammen essen. Hallo. So. Übrigens, wir drehen gleich noch für Tobi, der fährt gleich noch ins Büro. Fortzugehen. Und Fortnite zu spielen. Ich halte dich fest. Okay. So, und wir zocken jetzt gleich. Nord, Ost, Süd und West. Okay. Reicht jetzt. Was singt ihr denn? Mit dir heimzugehen? Nee. Und Kopf zu stehen. Ja, denn ne? Es macht jetzt keinen Sinn. Ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir gestern kein Ende gedreht haben. Deswegen an dieser Stelle sagen wir jetzt tschö mit Ö. Ja, wir haben eigentlich gestern nur noch ein bisschen gezockt, Gameplays aufgenommen und sind dann todmüde um 2 Uhr morgens nach einer langen Zocker-Session eingepennt.
Also nichts verpasst. Und ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!